Herzlich willkommen zu meiner heutigen Episode aus der Serie Baubiologen im Gespräch. Und heute sprechen wir über den Raum fürs Lernen. Ja, wenn wir an Lernen denken, denkt man mal zuerst an Kinder. Aber ist es nicht so, dass wir als Erwachsene ja auch manchmal die Herausforderung haben, wieder lernen zu müssen oder auch lernen zu wollen? Ist es dann jetzt das Gleiche wie das, was wir in der Schulzeit gehabt haben? Ist das der gleiche Raum? Sind das die gleichen Bedingungen, die auch für Erwachsene gelten wie für Kinder? Und darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen. Aber bevor ich das mache, kurz zu mir. Mein Name ist Susanne Jamann. Ich bin von der Ausbildung her Biologin, aber seit mehr als 13 Jahren beschäftige ich mich intensiv mit Baubiologie und vertrete seither auch das Baubiologische Institut Österreich in Linz. So helfe ich Menschen, Probleme in ihrem Innenraum, Lebensumfeld zu identifizieren und zu lösen für ein nachhaltiges, bewusstes und modernes Leben in einem gesunden Lebensraum. Ja, und an dieser Stelle herzlich willkommen, liebe Zuseherinnen und Zuseher. Heute ein bisschen ein ungewöhnlicher Tag, Mittwoch, aber nächstes Mal wieder am Dienstag. Ja, wenn euch diese Beiträge gefallen, dann freuen wir uns natürlich im Gegenzug auf ein Gefällt mir oder auch ein Abonnieren unserer Kanäle, unserer Seiten. Wir senden ja auf YouTube und auf Facebook. Und natürlich teilen, liebe Freunde, das ist uns ein ganz besonderes Anliegen, teilen und weitererzählen, denn wir glauben, dass diese Beiträge einfach ganz, ganz wichtig sind in unserer heutigen, schnelllebigen, ja, um nicht zu sagen überlasteten Zeit. Aber jetzt zu unserem heutigen Beitrag, Raum fürs Lernen. Und dazu habe ich mir wie schon immer am Dienstag wieder den Lebensraumberater und Baubiologen Wolfgang Strasser zu mir eingeladen. Und den möchte ich jetzt sofort begrüßen. Servus, herzlich willkommen, lieber Wolfgang. Grüß dich, Susanne. Sehr spannendes Thema, Raum fürs Lernen. Und dazu möchte ich dich aber im Vorfeld wieder bitten, ein paar Worte für dich selbst zu finden und den Zusammenhang einfach, warum machen wir das? Ich weiß, da sagst du dann immer, das weiß ich nicht, warum wir das machen, aber ich glaube, das ist wichtig zu wissen, warum wir das machen. Ja, danke. Danke für die Einladung. Ich werde bei meinen Lebensraumberatungen natürlich immer wieder zu nicht nur jetzt in der Situation eines schlechten Schlafes gerufen, das ist natürlich die Hauptsache, aber alle räumlichen Erfordernisse kommen irgendwann zur Sprache oder ich werde auch für andere räumliche Erfordernisse gerufen und da ist das Thema Lernen deutlich häufiger geworden. Also man merkt schon, jetzt gerade nicht, jetzt ist abwartende Haltung, jetzt ist momentan eher Sparen das vorherrschende Thema, aber ansonsten hat die Erwachsenenbildung einen großen Stellenwert und wurde auch oder wird auch sehr durch Bildungskonto, das ist in jedem österreichischen Bundesland ein bisschen anders, aber auch gefördert, lebenslanges Lernen, also als praktisches Tun, nicht nur als Ansage. Und da stellt sich auch schon immer wieder heraus, dass das in der eigenen Häuslichkeit so nebenbei passiert. Mit nebenbei meine ich räumlich nebenbei passiert. Und das ist nicht gut, denn da lernen wir nicht so gut. Wir müssen also wesentlich mehr Kraft aufwenden, wesentlich mehr Energie aufwenden. Und in meiner Beratung kann ich schon Tipps geben, das Leben etwas zu erleichtern in dieser Hinsicht. Ja, wie schon angekündigt, denkt man ja beim Lernen eher immer so an Kinder. Und da wissen wir ja irgendwo, was wichtig ist, wenn Kinder lernen sollen. Aber für Erwachsene ist es natürlich jetzt wieder ein bisschen eine andere Situation. Wir sehen das ja auch bei uns in der Baubiologie. Wir bieten hier einen Fernlehrgang an und wir sehen, dass jetzt im Moment, wie du gesagt hast, sehr abwartend die Haltung ist. Da geht es um Sparen, wie du auch gesagt hast, leider Gottes. Aber Lernen als Erwachsener, ich glaube trotzdem, dass das extrem wichtig ist.
Ist das jetzt etwas anders? Was läuft denn da ab, wenn wir denken, wenn wir, wie wir es auch beschrieben haben, lernen und erinnern? Naja, es sind mehrere Prozesse, die ich dann ganz gerne auch in einem Bild zeigen möchte. Wenn du mir das Moment hochschaltest, danke. Ja. Genau. Also es geht nicht nur um Lernen. Ja. Also es laufen mehrere Prozesse in unserem Gehirn ab und die laufen immer ab, wenn wir mental arbeiten. Also Denken, Denkraum, Mentalraum, Denkraum ist schon so ein, im Gegensatz zum Fühlen, zum Fühlraum sozusagen. Aber nicht nur auf dem Weg bis zum Lernen kommen noch andere. Inspirationsraum versus Intuitionsraum. Ich mache das jetzt einfach alles räumlich. Kontemplation versus Meditationsraum. Genau, und dann kommen wir zum Lernraum. Aber auch da haben wir Unterschiedliches, denn es gibt nicht nur das Wissen, das wir uns aneignen, sondern es gibt auch so etwas wie Gewissheit. Und Erinnerungsraum, sich erinnern, ist auch so eine mentale Leistung, während Erzählungen oft auch so den Anklang von emotionaler Leistung haben. Also die ersten Wörter sind immer so die mentalen. Und auch wenn ich der Meditation jetzt nicht gerecht werde, aber die zweiten wären so eher so ins Emotionale gehend. Und da unterscheiden sich auch die räumlichen Anforderungen. Aber dieses Mentale, dieses Erstgenannte, dieses Mentale, das läuft eben in unserem Gehirn wirklich sehr, sehr strukturiert und geordnet ab. Und das haben auch neurologische Forschungen und Gehirnforschungen herausgefunden. Und was ich selber, ich komme ja auch aus dem Marketing, weiß, ist, dass diese Informationen, die wir da aufnehmen bei diesen mentalen Leistungen, leichter aufgenommen werden, wenn es über mehrere Sinne aufgenommen werden. Also wenn mehrere Sinne daran beteiligt sind. Und diese Kombi, diese strukturierte und über mehrere Kanäle kommende, das macht eigentlich dann diese ganze Gehirnleistung aus. Und es kommt natürlich noch dazu, in welcher Grundstimmung man sich als Mensch gerade aktuell sowieso befindet. Denn das kann auch unterstützend oder eher hemmend wirken. Was aber nie betrachtet wird, das ist der Raum. Also Gehirnforscher machen das eine, Marketing-Experten, Marketingforscher das andere, Psychologen das eine und Raum niemand. Ja. Das machen wir, denn Raum ist auch unterstützend oder eben bremsend und sollte daher eben auch genauer betrachtet werden. Das heißt jetzt... Ich höre ja immer wieder, wenn es darum geht, dass Erwachsene jetzt noch etwas lernen sollen oder wollen, da höre ich ja immer, man tut sich ja als Erwachsener sehr, sehr viel schwerer, weil Kinder, die sind so in diesem Lernprozess drinnen von der frühesten Kindheit, eigentlich von der, seit sie geboren wurden, drinnen. Und jetzt ist man irgendwo in den Beruf hineingesteckt und dann verliert sich das ein bisschen. Klar, der Fokus liegt auch woanders. Und jetzt soll man wieder lernen. Und wie du sagst, der Raum, der kann uns dabei jetzt auch unterstützen und natürlich alle unsere Sinne in Verbindung mit dem Raum. Welche Tipps hast du da für uns? Naja, das eine ist einmal, warum tun wir uns denn schwer? Weil die Methode, die wir in der Grundschule lernen, in Richtung auswendig lernen geht. Und das wird natürlich schwieriger. Ja. Das ist aber beileibe nicht die einzige Methode. Wir können also auch ganz anders lernen und viel leichter lernen, wo wir auch als Erwachsene viel leichter da hineinfinden.
Ja. Und zum Beispiel eben mit allen Sinnen lernen, mit verschiedenen räumlichen Umgebungen lernen. Also es gibt durchaus andere Methoden als nur das Auswendiglernen. Und, ich glaube, das ist auch das Wichtigere, weil da auch sehr viel Verständnis schon dazukommt. Natürlich. Und auch das Sich-Erinnern natürlich auch noch aus dem, was wir schon gelernt haben. Und ich möchte gar nicht so sehr Tipps geben, wie wir das Auswendiglernen wieder einüben können, sondern das wie wir andere Methoden finden. Ja. Ganz im Gegenteil, man geht ja auch schon im Schulunterricht zu Projektarbeiten beispielsweise über, also auch zu anderen Methoden als nur frontal und auswendig lernen. Und das ist aber wichtig und das macht es dann leichter, aber hat eine ganz andere Herausforderung auch für die Raumgestaltung. Mhm. Mhm. Ich habe hier so einmal wieder diese archetypischen Felder, die ich schon öfter gezeigt habe. Ja. Also die räumlichen Zuordnungen in der Geschichte des Wohnens seit der Steinzeit sozusagen, also seit der Höhle. Und da ist vom Eingang aus betrachtet links der Bereich Wissen, Erfahrung. Also da ist der Bereich, wo man einerseits dem Außen noch nahe ist, geografisch gesehen, an der Höhleneingang, also links vom Höhleneingang sozusagen. Auf der anderen Seite aber doch abseits. Ja. Und da ist schon auch die Überlegung, weil wenn wir daran denken, dass wir aktive und passive Bereiche im Haus haben, also Erdgeschoss ist eher der aktive Bereich und Obergeschoss eher der passive Bereich und an der Hausvorderseite ist eher der aktive und an der Hausrückseite, also Richtung Garten, eher passive, dann würden wir denken, okay, Lernen gehört oben zurück. Also das Beste wäre Obergeschoss, gartenseitig. Das stimmt jetzt aber so mit diesen archetypischen Feldern überhaupt nicht. Denn da ist das rote Feld ja vorne an der Fassade, links vom Eingang sozusagen. Also jeder Feng Shui-Experte zum Beispiel, Feng Shui-Expertin, die ja auch mit diesen Feldern arbeiten, würde sagen, das ist ein totaler Yin-Raum. Aber die Lage entspricht dem eigentlich nicht, wenn ich konsequenterweise es aus der Position der Eingangstür betrachte. Und da kommen wir sofort auch zum Typ, zum Menschentyp, wer braucht denn was? Also bei den Kindern, ich habe ja tatsächlich zwei Blogs geschrieben, einen für die Erwachsenen, einen für die Kinder, was das Lernen betrifft. Und Kinder brauchen es tatsächlich aktiver. Die lernen mit Musik, die lernen am Küchentisch, die lernen mit Menschen in der Umgebung. Man könnte sich vielleicht mit ihnen einigen, wenn sie schon Musik hören, dann keine Musik zum Mitsingen, denn dann sind sie wirklich abgelenkt. Mhm. Also nur zum Hören. Während andere Menschen brauchen es, ältere Menschen zum Beispiel, total ruhig, eher im passiven Bereich und werden durch Umgebungslärm oder durch Geräusche, Musik und was auch immer, völlig abgelenkt. Ja. Und dazwischen spielt es sich ab. Aber für mich ist es interessant, dass es in einem archetypischen Bereich liegt, der eigentlich vorne Richtung Außen orientiert ist. Das mag auch damit zu tun haben, dass wir es hier mit einer mentalen Leistung zu tun haben. Und die emotionale ist ja dann gegenüber. Ich habe da Fühlen hergeschrieben. Dass wir das Gelernte besprechen, das findet auch vorne statt mit den Freunden und auch Kunden. Während
wir auch darüber schweigen wollen. Also Schweigen ist Silber. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Ja, würde eher Richtung rückwärts wieder weisen. Mhm. Und diese archetypische Zuordnung, die ist für mich immer sehr spannend, denn es gibt immer wieder Thema und immer wieder Konfrontation mit etablierten Beratungsmethoden. Mhm. Wenn das Feld dann natürlich fehlt, dann wird es problematisch, denn dann fehlt uns eine Richtungsenergie, dann fehlt uns genau dieses Wissensfluidum, die Wissensenergie, die uns bestärkt, diese Aktivität dieser nachzugehen. Das können wir aber natürlich ausgleichen. Richtungsenergien können wir alle ausgleichen. Also spezielle Formen der Lebensenergie, indem wir den Raum reinholen, also den Außenraum, wenn das möglich ist, den Außenraum reinholen. Durch Verlängerung der Außenwände auf eine Säule oder auf einen Pfeiler hin. Mhm. Oder wir im Innenbereich mit Farbe, Form das reinholen an den angrenzenden Innenwänden. Oder es in jedem Raum praktisch das Große ins Kleine projizieren und in jedem Raum dann noch einmal diese Ecke noch einmal stärken. Das kennen wir vom Reichtumseck, das kennt richtig. Jeder, glaube ich. Das kennen wir ja aus vielerlei. Wir haben ja schon oft über diese Fehlbereiche gesprochen, genau. Und wie man die dann wieder ausgleichen kann. Weil die gibt es ja wahrscheinlich in nahezu jeder Wohnung, jedem Haus. Ja, also das kann man dann oft, wie man sie ausgleichen kann. Man dann irgendwie kompensieren. Mhm. Und es ist natürlich interessant, wo wir lernen, und da kommen wir jetzt wieder zu den Typen. Also ich sage immer, egal wo der Raum dann im tatsächlichen Grundriss, also dieses archetypische Schema ist ja sozusagen eines, mhm. aber der tatsächliche Grundriss der Wohnung ist etwas anderes. Mhm. Und wenn wir jetzt den tatsächlichen Grundriss betrachten, wo ist denn unser Lernraum eigentlich, dann können wir sehen durch die Verknüpfung mit den archetypischen Themen, was macht denn das Lernen an dieser Stelle mit uns? Geht das? Und da, Entschuldigung, wäre es wichtig, nicht nur den Grundriss zu betrachten, sondern auch den Menschentyp. So wie ich es eben erst erklärt habe, was braucht der Mensch? Welcher Typ ist er? Mhm. Braucht er? Ist er ein Schüler, der Musik braucht? Oder ist ich bin so ein Typ, Mensch, ich habe das nie abgelegt. Bei mir muss immer ein bisschen was los sein rundherum, weil das Leben ist nicht so ruhig. Und deswegen, genau. Ich kann mich konzentrieren, ob es jetzt laut ist oder nicht, wo ich gerade bin. Oder das ist für mich eigentlich, spielt das wenig Rolle. Es geht mehr darum, was interessiert mich und was interessiert mich nicht so. Und dadurch leichter oder schwerer. Und damit brauchst du natürlich eine andere räumliche Umgebung oder kannst mit einer anderen räumlichen Umgebung anders umgehen. Ja. Und diese Analyse, die man da so macht für den Privatbereich, die kann man ja auch mit ins Büro nehmen. Also das hat ja auch Aussagen über den betrieblichen oder beruflichen Arbeitsplatz, so weit man diesen beeinflussen kann natürlich. Mhm. In jedem Fall aber auch, es ist ein sehr, wie soll ich das bezeichnen, ein verwandtes Thema auch mit dem Homeoffice, weil dort nicht unbedingt gelernt werden muss, aber Konzentration jedenfalls erforderlich ist. Mhm. Ja. Genau. Ja. Da kommen wir ja eigentlich jetzt eh schon dazu, wie man also ein bisschen aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten, wie es am leichtesten ist. Braucht man jetzt die Bilder noch? Oder? Ja, danke. Können wir das jetzt sozusagen zumachen? Genau. Also das mit allen Sinnen lernen, das habe ich schon erwähnt, das ist eine, man nennt das multisensorische Lerntheorie, also gibt es einfach gute Untersuchungen auch dazu, dass wir leicht lernen, wenn wir unterschiedliche Sinne parallel ansprechen. Und
Und da kommt eben dieses Sehen auch dazu, und das hat sehr viel mit dem Raum zu tun. Was sehe ich denn? In welcher räumlichen Umgebung befinde ich mich denn? Das bestimmt das, was ich sehe. Aber auch, was ich höre oder was ich rieche, kommt aus dem räumlichen Umfeld. Und je mehr Sinne also beim Lernen aktiviert werden, desto mehr Hirnareale werden angesprochen. Wenn man zum Beispiel mit den Kindern oder in unserem Fall mit den Enkeln lernen würden und wir machen das spielerisch auf dem Spielplatz, irgendwelche Vokabeln oder irgendwelche, das 1x1 rauf und runter bei der Hüpfburg, das bleibt tatsächlich dann anders verankert, anders gemerkt als wirklich am Tisch mit reizloser, sage ich jetzt mal, reizloser Umgebung. Das merke ich aber an mir selber auch. Also, dass wenn ich etwas wiederhole beispielsweise, also ich genau die Stimmung oder auch den Geruch oder auch das, was ich gesehen habe, plötzlich innerlich wieder sehe oder spüre oder wahrnehme, was ich in dem Moment, wo ich das intensiv gelesen habe, also ich lerne halt aus Lesen oder in Form von Lesen oder hin und her laufen, das kommt dann wieder. Genau, also da gibt es Verknüpfungen, deren wir uns dann bedienen können. Ja. Und eine viel größere Steigerung haben wir ja auch, wenn Kreativität dabei gefordert ist beim Lernen. Projektorientierte Geschichten sind da zum Beispiel gleich einmal genannt. Das Thema Kreativität hatten wir schon. Also da kommt die ganze Latte an räumlichen Empfehlungen für Kreativität mit dazu. Ja. Zum Beispiel, dass man den Ort wechselt. Ja. Weil das die Kreativität fördert, Tapetenwechsel, unter anderem. Was mir auch wichtig ist, ist immer wieder dazu zu sagen, sich die Uhrzeiten anzuschauen. Also ich habe selber auch die Erfahrung gemacht, wie effektiv die Organuhr tatsächlich tickt und wirkt. Und es ist furchtbar, wenn die Kinder um 7 Uhr in der Schule sein müssen oder um 7:30, viel zu früh, aber das kann auch nur eine persönliche Präferenz von mir selber sein, bin ich gerade der Frühaufsteher. Aber von der Organuhr geht es wirklich erst 9 Uhr los und geht einmal bis Mittag. Und dann haben wir am frühen Nachmittag unbedingt Pause, das Ganze sickern und setzen lassen, um dann vielleicht am späteren Nachmittag noch etwas zu tun. Und die Schulzeiten, wissen wir, funktionieren gar nicht so. Es ist, aber wenn wir in der Erwachsenenbildung zu Hause lernen, da können wir uns es schon eher richten. Wobei da auch wieder Grenzen sind, wenn wir das berufsbegleitend machen. Ja. Oder auch über die Kinder, die dann nach Hause kommen, wo wir vielleicht eine gute Zeit zum Lernen hätten. Das Familienleben, also nicht nur das Berufliche, auch das Familienleben, genau. Und dann packen wir das Lernen dann in die Nacht, wenn sich alle anderen zur Ruhe begeben haben. Ja. Es ist viel möglich, wenn es denn sein muss momentan. Gewohnheit ist was anderes. Also man kann schon einmal auch gegen die eigene Natur fahren, wenn es jetzt unbedingt sein muss. Aber es ist natürlich keine dauerhafte Empfehlung daraus resultieren. Ja, da müssen wir uns halt wie bei allem das Leben richten. Ja, genau. Unter anderem eine entspannte Atmosphäre richten. Ganz wichtig. Das ist nämlich, allerdings, das bedeutet nicht lümmeln oder liegen, oder? Ja, genau. Also es sollte eher im passiven Bereich sein. So sind die Empfehlungen. Wir haben das von den archetypischen Bereichen gerade anders gehört. Jedenfalls entspannt vorne oder hinten
oben oder unten im Haus oder in der Wohnung. Entspannt soll es auf jeden Fall sein. Straßenlärm geht gar nicht. Man muss schon unterscheiden zwischen Lärm und Lärm, also zwischen Geräuschen und Geräuschen. Das macht einen Unterschied und kann vielleicht unterstützen oder total lästig sein. Also gerade was Ablenkungen betrifft, da ist natürlich jeder ein bisschen anders gestrickt, das stimmt schon. Aber Ablenkungen sind grundsätzlich nicht sehr unterstützend zum Lernen. Und zu den Ablenkungen gehört natürlich auch die Ordnung dazu. Also das dürfen wir nicht vergessen. Das ist ein wichtiges Thema. Es gibt Top-Manager zeigen uns das. Wir wundern uns immer wieder, wenn wir in so ein Büro kommen, dass da der Schreibtisch immer komplett leer ist. Schafft man das? Ja, das schaut dann so aus, als würden die keine Arbeit haben. Das ist vielleicht. Ja. Tatsache ist es, dass alles, was am Tisch liegt, ablenkt. Ja. Wir kennen uns selber, brauchen nur bei mir selber links und rechts schauen. Wir kennen auch andere Menschen, wo sich einfach immer wieder alles türmt. Irgendwann müssen wir dann das doch arbeiten. Das ist wieder zusätzlicher Zeitaufwand. Aber das ist es nicht unbedingt, was mich stört. Das ist lästig und vermeidbar. Aber das, was uns ständig betrifft, ist die Ablenkung, wenn wir an solchen Plätzen lernen, vorausgesetzt natürlich, ist diese Ablenkung. Also Ordnung im Raum ist Ordnung im Kopf und damit lernt sich es auch leichter. Oder man nimmt sich einen anderen Raum zum Lernen dann. Aber dann ich mag nicht am selben Raum lernen, wo ich arbeite. Also da zieht sich natürlich die Schnur der Beratung zu. Mhm. Das heißt, wenn wir Raum suchen und wir finden den idealen Lernplatz, dann ist mit Raumwechseln nicht mehr gedient, sondern dann heißt es wirklich Ordnung machen, falls dort Unordnung ist. Mhm. Genau. Und es gehört natürlich auch dazu, zu dieser ablenkungsfreien Zone, dass wir offline sind während dem Lernen. Und das wird ja mittlerweile schon wirklich schwierig. Also das Handy auf offline stellen ist für viele, wie soll ich es formulieren? Nicht erreichbar sein. Jüngeren Alters, sagen wir mal, jüngeren Alters, schon deutlich schwierig geworden. Ja. Für uns ist es halt dann lästig beim Lernen, wenn das Telefon läutet, also schalten wir offline. Aber wenn ich in dieser Social-Media-Welt lebe, dann hat das ja auch den anderen Aspekt, dass man, ob man telefonisch erreichbar ist oder nicht, das ist völlig egal, sondern dass man alle paar Minuten nachschauen muss, was denn gerade los ist. Ja. Dieses Nichtwissen, was gerade läuft, tatsächlich körperliche Reaktionen hervorruft, wie bei einer Suchtproblematik. Mhm. Ja, aber es ist trotzdem notwendig, ich habe im zweiten Block dann auch durchaus, nämlich wo es um unsere Kinder geht, durchaus dieses Homeschooling während der Corona-Pandemie auch als Beispiel aufgeführt, wo dann unsere Kids noch im Pyjama, gerade mal wach geworden, den Laptop auf den Kopfpolster stellen, einschalten. Also da geht es nicht nur um Lernen, sondern richtig um Unterricht. Ja. Viele Lehrer haben nicht gefordert, die Kamera einzuschalten, also Kamera aus, Ton auf leise, damit die Stimme der Lehrerin nicht stört und Smartphone an. Und das ist natürlich, das hat nichts mit Unterricht zu tun, das hat noch weniger mit Lernen zu tun. Das ist
ein Mitnehmen von etwas Verpflichtendem, nämlich den Laptop am Kopfpolster. Und so funktioniert das natürlich überhaupt nicht. Also die fokussierte Aufmerksamkeit ist etwas, was unbedingt Voraussetzung ist, egal ob mit Fernunterricht oder mit Lernen, fokussierte Aufmerksamkeit. Und die kann ich mir durchaus vorstellen, dass manche Menschen, aber vor allem unsere Jugend, erst lernen müssen oder trainieren müssen zumindest. Mhm. Und es funktioniert nur, wenn wir dazwischen dann auch tatsächlich Pausen machen. Ja. Also das Durchackern einen ganzen Tag, das funktioniert nicht. Ich kann mich noch selber erinnern an mein eigenes Studium. Ich habe so in halb aufrechter Haltung, also das wäre auch ein Tipp von mir, in aufrechter Haltung, das habe ich vor allem beim Meditieren gelernt, da hält man die Aufmerksamkeit besser, wenn man sich hinlegt, dann ist man gleich weg. Außerdem fließt die Energie freier, es ist nichts blockiert. Und in so einer halb, und ich war dann zurückgelehnt aber noch auf der Couch, also eine halb aufrechte Haltung. Und ich habe ganz genau immer eine halbe Stunde gelernt und dann 10 Minuten Nickerchen gemacht. Das funktioniert. 10 Minuten alle halbe Stunde. Ja, und das habe ich nicht, das war keine Strategie, sondern wahrscheinlich eher der halb aufrechten Haltung geschuldet. Wenn ich ganz aufrecht gesessen wäre, wären die Lernintervalle sicher länger gewesen. Aber das Ganze macht tatsächlich Sinn, weil das Hirn immer wieder diese Sickerphase braucht. Also eigentlich würden 5 Minuten je halbe Stunde genügen. Also da gibt es auch Untersuchungen dazu, je halbe Stunde 5 Minuten oder je Stunde 10 Minuten. Sickerphase, damit man das, was man gelernt hat, sozusagen eine Etage tiefer bringt. Und das funktioniert wirklich. Das Wissen ist da und ist schubladisiert und zugreifbar. Also ein Nickerchen machen kann ich mir nicht vorstellen, aber die Pausen, das ist wichtig. Genau. Wenn es zu einem Nickerchen kommt, auch ungewollt, dann würde ich vorschlagen, vorher noch einen Wecker zu stellen, damit daraus nicht 2 Stunden werden, dann ist die Lernzeit. Aber dann kann man in der Nacht nicht schlafen und in der Nacht lernen ist ja viel schwieriger. Natürlich. Ich war jemand, der am Abend gelernt hat auch. Ja. Und also das ist schon gegangen. Genau. Aber damals hat es halt keine Handys und nichts gegeben und man wurde ja auch nicht ständig abgerufen. Ne? Genau. Ja, wer dann aber nicht auf der Couch lernt, sondern vielleicht doch, aber es gibt für die Couch auch, aber für den Schreibtisch noch viel mehr, ist die richtige Position im Raum. Ja. Denn es gibt diese Ablenkung ja nicht nur sinnlich oder im bewussten Umfeld, wie Musik oder Straßenlärm, sondern auch unbewusst. Ja. Also wenn wir beispielsweise so sitzen beim Lernen, dass die Tür in unserem Rücken ist, dann ist das eine unbewusste Ablenkung. Denn immer, wenn der Rücken ungeschützt ist, sind wir in so einer Fight-or-Flight-Haltung, also Kampf oder Flucht, weil wir nicht einschätzen können, ob jetzt der Säbelzahntiger von hinten kommt und uns anfällt. Also ich sage das jetzt ganz bewusst, ein altes gespeichertes Reaktionsverhalten, natürlich. Das wir immer noch in uns tragen und auch wenn wir es nicht bewusst benennen können, lenkt es trotzdem ab. Ja. Wie können wir das Ganze besser machen? Hinter deinem Rücken eine Wand. Also den Schreibtisch so stellen, dass hinter uns eine Wand ist, oder die Couch so stellen, dass sie nicht unter einem Fenster steht, sondern an der Wand steht. Also immer Rücken an der Wand und als Rückenschutz
und Blick einfach in den Raum, beziehungsweise Blick zur Tür und Fenster, dann sehen wir, was sich tut und haben damit auch unbewusst eine sichere Position und damit die Kapazitäten frei für das Lernen. Fokussiertes Lernen, ja. Ja, und dann da gibt es in der Baubiologisch auch sehr viele, würde ich sagen, Tipps dabei. Genau, da kommen dann auch natürlich noch viele baubiologische Tipps dazu. Mhm. Eines ist gutes Licht. Die Diskussion haben wir einfach, seit die Glühbirne verboten wurde. Ja. Es macht durchaus Sinn, wenn Tageslicht zu wenig ist, mit Tageslicht Lampe zu arbeiten oder Leuchtmittel zu arbeiten. Das wäre jetzt zu viel Blau, also ein zu hoher Blaupeak, da können wir nicht schlafen. Aber untertags als Büro oder Schreibtischlampe oder zum Lernen ist dieses punktuelle Licht mit Tageslichtqualität durchaus sinnvoll, hält uns wach und lässt uns auf das Wesentliche fokussieren, auch im Gegensatz zu einer Lampe mit mehr Gelblicht oder auch im Gegensatz zu einer Deckenleuchte. Die Einrichtung, auch ein wesentliches Thema, aber sowieso für jede Lebenssituation. Die Einrichtung wär natürlich, also im Sinne baubiologische Einrichtung mit Naturmaterialien, es ist auch in der Baubiologie sehr viel, das wir nicht sehen, hören, riechen, schmecken. Und es lenkt uns trotzdem ab. Also der gute Platz, der ist auch für das Lernen wichtig. Der gute Platz heißt auch keine Wasserader, keine geologische Störung und keine elektrischen oder elektromagnetischen Felder. Ja. Denn auch die stressen uns oder ein Tischgestell aus Eisen ist genau das gleiche wie das Bettgestell aus Eisen, lenkt das Erdmagnetfeld ab, stresst den Körper. Mhm. Wir sind ja auch magnetisch ausgerichtet. Wir haben ja doch hauptsächlich Wasser und auch Wasser hat mit dem Erdmagnetismus viel zu tun. Und das ist Stress für unseren Körper, auch wenn uns das jetzt nicht unmittelbar bewusst wird. Man muss ja nicht so früh krank werden dadurch, aber Stress lenkt vom Lernen ab. Und dann das Raumklima natürlich sowieso, Sauerstoff. Man muss sich vorstellen, dass das Gehirn ungefähr 2% Körpermasse ist. Aber unglaublich viel Energie braucht. 25% des Energiebedarfs für sich in Anspruch nimmt. Ja. Und einer der wesentlichen Energieträger ist Sauerstoff. Und ein gutes Raumklima, gute Sauerstoffsättigung ist einfach essentiell, um gut zu lernen. Also Fenster auf oder vielleicht sogar im freien Lernen ist in jedem Fall förderlich. Überhaupt auch in der Pause, nicht nur Pause zu machen oder dieses 5 Minuten Powernapping, von dem ich heute gesprochen habe, sondern tatsächlich in Bewegung zu gehen, einen Spaziergang zu machen an der frischen Luft, dann haben wir den Sauerstoff, wir haben die Bewegung und wir haben die Pause. Und für den Körper wichtig. Und keinen Schweinsbraten dabei. Nein, ich glaube, der macht uns dann wiederum müde. Genau. Da geht die ganze Energie in die Verdauung und das ist fürs Lernen natürlich auch nicht perfekt. Ja, also wir sehen, diese Empfehlungen sind nicht nur, in welcher Wandfarbe wir den Raum streichen oder in welches Eck wir die Couch stellen. Die Empfehlungen sind schon viel breiter
um wirklich einen guten Platz zum Lernen zu finden. Denn da braucht es tatsächlich alle diese Aspekte, über die wir heute gesprochen haben, damit Lernen leichter fällt oder vielleicht sogar, wenn wir vom Auswendiglernen mal absehen, vielleicht sogar zu einer lustvollen Tätigkeit wird. Ja, soll es eigentlich sein, weil dann merken wir uns auch leichter etwas, würde ich sagen, genau, wenn wir gerne lernen. Genau. Also positiv denken ist sowieso wichtig. Es ist aber was Schönes, wenn das Thema interessant genug ist, ist es ja was Schönes, sich darüber zu informieren, darüber zu lernen, vielleicht einen entsprechenden Beruf zu ergreifen und sich darin auszubilden. Also es hat schon sehr viel lustvolle Elemente. Damit Lust aufkommen kann, braucht es eben mehr als nur die Wandfarbe. Und dann hast du noch etwas geprägt, das höhere Bewusstsein nutzen. Was meinst du denn damit in deinem Blog? Das ist, das ist natürlich ein Spezialtipp. Aber man muss sich, es gibt mehrere Untersuchungen, da sind die Namen, werden natürlich in der Wissenschaft dann sehr kontrovers diskutiert, dass alles, was es jemals gegeben hat, an Gesprochenem, an Gefühlten, an Getanem, erhalten bleibt. Mhm. Also diesen Erhaltungsgesetz, den kennen wir ja aus der Physik. Mhm. Aber auch alles Nicht-Physikalische bleibt erhalten. Und dafür gibt es, für diese Örtlichkeit gibt es einfach auch verschiedene Bezeichnungen. Mentalfeld der Erde oder wir kennen die Matrix zum Beispiel, also auch aus dem aus Hollywood. Genau. Also das ist auch diese, dass es auch physikalisch vorhanden ist, auch wenn wir es jetzt nicht messen können und nicht physikalisch behandeln können, aber wir uns damit verbinden können. Mhm. Wir uns einklinken können in dieses Bewusstseinsnetz. Und dann sozusagen auch hier ein Wissensaustausch stattfinden kann. Also Wissensaustausch vor allem einmal in die Richtung zu mir, dass ich also darin lesen kann, damit lernen kann. Und das ist am besten möglich, also in diesen Bewusstseinszustand kann sich der Geübte jederzeit sozusagen einklinken, aber für weniger Geübte ist genau diese Zeit zwischen Aufwachen und Wachsein genau der optimale Zeitpunkt. Also wenn ich so gerade aufwache und noch so halb im Schlaf bin, was denke ich da gerade in dem Moment? Das gilt übrigens auch für Schüler, das gilt übrigens auch für die Zeit vor der Prüfung, vor einer Prüfung, weil das, was mir in diesem Moment in den Sinn kommt, das ist wichtig. Das muss man sich dann noch genauer anschauen. Das muss man aber üben, jetzt sich da auch bewusst zu werden, was einem da in den Sinn kommt. Weil ich muss jetzt gerade nachdenken, was mir heute in den Sinn gekommen ist. Ja, und dann auch idealerweise sofort aufschreiben. Ja. Also Zettel und Bleistift aufs Nachtkastel. Aufschreiben, weil gerade für die, und da gehöre ich auch dazu, die sich Träume nicht leicht merken, da ist das in dieser Phase zum Beispiel noch da. Mhm. Und 2 Minuten später, wenn man ganz wach ist, ist es wieder weg. Ist weg, genau. Und dann kann man sich unter Umständen nicht mehr erinnern. Also das ist, hat Ähnlichkeit mit Träumen, aber wir sind da jetzt nicht beim Träumen, sondern wir sind dabei, jetzt einen bewussten Akt zu tun, nämlich daran zu denken, was ist jetzt für mich wichtig? Und in dem Moment kommt da das Thema und notieren und damit weiterarbeiten. Das muss ich mal
Das muss ich einmal machen, weil heute bin ich ganz leicht aufgewacht, sehr früh, aber irgendwo entspannt und erholt. Und habe sicher in dem Moment an etwas gedacht, aber es ist weg. Ja, also aufschreiben ist ein wesentlicher Punkt dazu. Sehr spannend. Sehr spannend, sehr tolles Thema, das wir da heute angeschaut haben. Raum fürs Lernen, sicher interessant für jeden von uns. Einige Tipps auch natürlich sehr interessant, wenn man mit seinen Kindern arbeitet, wenn man kleine Kinder hat, die man eben so heraufbringt ins Erwachsenensein und natürlich für sich selber, wo wir ja wissen, dass wir uns alle schon ein bisschen härter tun beim Lernen, sind da sehr, sehr viel Spannende und ich glaube auch alles umzusetzen, was du heute gesagt hast. Ganz genau. Also wie gesagt, manchmal geht es nur mit Beratung auch, weil aber das ist bei jedem Themenfeld so. Viele Aspekte dazukommen, an die denkt man einfach nicht. Genau. Ist aber wichtig, sind aber vielleicht wichtig, wichtige Aspekte, damit das Gesamtsystem trotzdem gut funktionieren kann. Ein Punkt müssen wir noch schnell erwähnen, das ist der gute Schlaf. Guten Schlaf, ausreichender Schlaf. Ich glaube, das ist so die Basis zum Wohlfühlen, zum Glücklichsein, einfach für alles. Das gilt sowohl für die Kinder als auch für die Erwachsenen. Wer schlecht schläft, der ist am Folgetag natürlich nicht im Vollbesitz seiner Kräfte. Und das gilt fürs Lernen natürlich insbesondere, aber das gilt für die Kinder für den ganzen Schultag, das gilt für uns Erwachsene für den beruflichen Alltag. Wenn wir keinen guten Schlaf haben, dann haben wir auch keine wirkliche Kraft für Lernen, für Unterricht, für Arbeiten. Und gesund zu bleiben, ganz, ganz wichtig. Na, natürlich. Also absolut eine der Voraussetzungen. Ein schlechter Schlaf ist nur, unter Anführungszeichen, Stress. Aber viele schlechte Nächte, die können dann wirklich auf die Gesundheit gehen. Und deswegen empfehlen wir natürlich den guten Platz und den guten Schlafplatz insbesondere eines der zentralen Themen in der baubiologischen Beratung. Ja, da kannst uns natürlich du auch sehr, sehr gut helfen, weil das ist auch eines der zentralen Themen, das du hast. Genau. Und wenn es um Gesundheit geht, dann gibt es ja dann noch einen Raum, über den wir sprechen könnten. Naja, Gesundheit insgesamt. Es gibt in diesen archetypischen Feldern tatsächlich auch die Zuordnung von Gesundheit. Gesundheit betrifft uns immer. Und Gesundheit haben wir jetzt gerade besprochen beim Lernraum oder Raum für Lernen. Raum für Beziehung wird häufig mit dem Schlafzimmer identifiziert, ein wichtiges Thema. Also Gesundheit begleitet uns durch alle Räume durch. Aber es ist trotzdem interessant, dass eines dieser archetypischen Felder speziell immer wieder mit Gesundheit genannt wird. Und was das heißt, ist tatsächlich ein bisschen ein Forschungsthema, was ich mir bis zum nächsten Interview aber sehr gern anschaue. Wunderbar, dann können wir ja nächstes Mal den Raum für Gesundheit einplanen, in 14 Tagen wie immer. Und wer sich jetzt da näher interessiert oder auch Fragen an den Wolfgang hat, der kann sich natürlich auch jederzeit an den Wolfgang wenden. Du machst ja Beratungen in dieser Richtung. Ich glaube auch, dass es also gerade dann, wenn es mit dem Lernen, also wenn man weiß, man hat so eine Aufgabe vor sich, dass man da jetzt ein halbes, dreiviertel Jahr zum Beispiel etwas Neues lernt, dass man sich vielleicht vorher mit dir in Verbindung setzt und dann sich diesen Raum fürs Lernen mit dir gemeinsam sucht. Und das könnte man natürlich dann rausfinden über die raumimpulse.at, wie man dich erreichen kann.
oder ganz allgemeine Themen, die wir in der Baubiologie anschauen, auf der Baubiologie-Seite zu sehen unter der www.baubiologie.or.at. Und wir verweisen natürlich dann immer gerne an unsere Spezialisten, die wir in ganz Österreich haben, so wie dich, Wolfgang. Ja, raumimpulse.at. Da könnt ihr dann auch den Blog oder die Blogs, ich glaube, du hast jetzt gesagt, du hast zwei Blogs geschrieben. Für das Thema Lernen, genau. Für das Thema Lernen. Ja, du hast schon bei vielen Themen zwei Blogs geschrieben, weil es einfach so umfangreiche und auch so spannende Themen sind, dass es da einfach sehr, sehr viel auch zu wissen gibt und zu lernen gibt. In dem natürlich. Fall. Ich lerne aber ja auch immer dazu. Nicht nur zum Lernen, auch zur Erbauung. Ja, ganz klar. Das sind sehr, sehr spannende Themen, absolut zu empfehlen. Empfehle ich auch immer unseren Fernlehrgangsteilnehmern, sich deine Blogs durchzulesen, weil die so übergreifend zwischen Baubiologie und Lebensraumberatung sind und, wie ich meine, sehr, sehr wichtig auch eben auch für die Gesundheit sind. Danke, ja, dann am besten Wolfgang seine Seite aufmachen und dort auf der raumimpulse.at nachlesen. Ja, und wir bedanken uns natürlich sehr herzlich bei unseren Zuseherinnen und Zusehern. Wir haben ja heute wieder einige Live-Einstiege gehabt, das ist fein. Und teilen, liebe Freunde, wie schon gesagt, da freuen wir uns sehr. Wolfgang, dir danke für das spannende Thema und wir sehen uns dann wieder in 14 Tagen. Zu Raum für Gesundheit oder wie du das dann eben auch nennen wirst. Sehr gerne. Dankeschön.